Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer EAFC 24 HSV-Karriere. Heute geht es weiter, nachdem wir in der letzten Folge den Transfer Deadline Day und damit die Transferphase hinter uns lassen konnten, bereits in die neue Saison reingestartet sind mit 2 Siegen aus 2 Spielen, machen wir heute weiter gegen Schalke, Union, Lens und Nordderby gegen Werder Bremen. Also Schalke, Bremen und zum ersten Mal international und dann auch noch Union Berlin. Das werden wir allerdings schnell simulieren gegen die Unioner, denn ich glaube, die anderen 3 Partien sind da doch nochmal etwas reizvoller. Lasst also auch sehr, sehr gerne heute wieder einen Daumen nach oben da. Wir sind ja sogar aktuell Tabellenführer in der Bundesliga. Sehr coole Momentaufnahme, werden reinstarten gegen Schalke in dieser Folge. Kostenloses Abo, um nichts mehr zu verpassen. Mal gucken, wie lange jetzt hier noch jeden Tag HSV-Karriere kommt. Liverpool soll ja auch bald wieder losgehen. Spielerkarriere soll es noch eine Folge geben. Und auch STG könnte am Samstag was kommen. Muss ich mal gucken, wie ich das zeitlich so schaffe. Ansonsten könnt ihr auch gerne unter dem Video wieder Transfervorschläge dalassen. Gerne den Kanal noch weiterempfehlen. Und ich weiß gar nicht, hatte ich schon gesagt, Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung. So, es gab auf jeden Fall auch ein paar Transfervorschläge unter der vorletzten Folge, weil ja wegen Daily Upload kann ich jetzt nicht auf die letzte direkt eingehen. Aber auf jeden Fall gab es da nochmal ein paar Jungs, die neu oder wieder auf der Liste gelandet sind. Die werden jetzt mal gescoutet und sind ja vielleicht auch schon für den Winter ein Thema. Jetzt sind erstmal die Schalker ein Thema, die mit der Innenverteidigung Cissé und Cissé heute gegen uns spielen werden. Wir nach 2 Siegen zum Auftakt gegen Pauli im Stadtderby und dann gegen Köln 2-mal zu Hause gespielt. Jetzt geht es das erste Mal auswärts und dann gleich auf Schalke. Und das ohne Meffert. Der wird heute ersetzt von Noah Krüger, unser neues Sechser-Talent, den wir von Köln verpflichtet konnten. Der muss heute gleich mal rein, denn Meffert, ja, hatte ein bisschen Trainingsrückstand unter der Woche, aber ich glaube, dass der 19-Jährige seinen Job da ganz gut machen wird. Ansonsten rückt Bialek zurück in die Startelf, das sind dann aber auch schon alle Veränderungen. Und damit gehen wir rein auf Schalke und ich hoffe, ich glaube, er stand jetzt nicht in der Startelf, aber ich hoffe mal, er ist zumindest im Kader. Tom Schröder, den würde ich natürlich heute sehr, sehr gerne, ja, auf den würde ich gerne treffen. Den Mann haben wir ja im Sommer jetzt gerade an die Schalker abgegeben, unser einstiges Talent. Und ich hoffe, dass er zumindest mal auf der Bank sitzt und dann später noch seine Einsatzzeiten bekommen wird. Jetzt geht's erstmal rein hier in die Arena auf Schalke und ich freue mich auf ein gutes Spiel. Zumindest auf der Bank ist unsere ehemalige Nummer 39 auf jeden Fall. Und er hat bis jetzt erst in einem von 2 möglichen Spielen gespielt. Aber in diesem einen Spiel hat er gleich ein Tor gemacht. Ich würde natürlich heute gerne darauf verzichten, dass er erneut trifft, aber ja, würde mich trotzdem freuen, wenn er nachher eingewechselt wird. Und es wird, glaube ich, heute wirklich eine ganz, ganz besondere Folge, weil das erste Mal international, das ist schon eine große Ehre, muss man ja ganz klar sagen. Und die Schalker, die sind ja im letzten Jahr nur ganz knapp am internationalen Geschäft vorbeigerutscht. Unser Kapitän bzw. Vizekapitän hinter Schonlau reißt hier mit dem ersten Abschluss. Die Schalker wurden nämlich 8. Der 7. Platz hätte für internationalen Fußball gereicht. Den hat man nur aufgrund von einer Tordifferenz, die um 3 Tore schlechter war als die von Gladbach verpasst. Also die Schalker, die mit uns ja vor jetzt 2 Jahren zusammen aufgestiegen waren, auch eine sehr, sehr starke Entwicklung und hier mit der ersten Chance. Hedel ist aber da. Also könnte auch heute hier eine durchaus spannende Partie werden, auch wenn die Schalker erst 1 Punkt aus 2 Spielen haben. Vor allem zu Hause muss man S04 ja immer auch einiges zutrauen und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass die sich hier auch sehr gut entwickeln konnten und ich hoffe, dass diese Entwicklung für den Verein an sich mit Tom Schröder dann zusammen auch weitergehen wird und ja, es macht einfach aktuell unglaublich viel Spaß, diese Karriere hier zu spielen, wenn man auch überlegt, was wir heute für eine ultra geile Folge haben. Nächste Folge geht es dann auch gleich weiter mit Pokal gegen Leverkusen, also es macht aktuell einfach nur Spaß. Und wenn die Ergebnisse am Ende dann auch noch stimmen, ist es natürlich umso schöner. Wie gesagt, heute wird es aber eine schwere Aufgabe, den 3. Sieg in Folge zu holen. Sadik, der auch von euch immer mal wieder vorgeschlagen wurde, hier mit dem Versuch, unsere Abwehr zu überlaufen. Ja, stark gemacht. Sadik da auch gleich im 16er. Samoa macht das super, der Belgier. Ja, Frank Hofmann, stark. Ja, bleibt am Ball. Samoa jetzt vielleicht mal
Richtung Flanke auf Bialek, der da am zweiten Pfosten wartet. Die kommt nicht durch, denn Schalke verteidigt das auch in den ersten Minuten sehr ordentlich. Aber eine Ecke, und auch in dieser Saison konnten wir nach Ecke bereits einmal treffen durch Udokai, der hier aber gar nicht der Zielspieler ist, sondern sofern Bialek spielt, wird der eher gesucht. Starkes Gegenpressing von Reis, Königsdörfer durchgesteckt, Bialek und dann Müller im Tor mit einer klasse Tat. Zweiter Ball, Paul Will, und dann kriegen die Schalker ihn rausgeschlagen. Die Schalker jetzt mal gut durch, wir sind nicht richtig sortiert und die Flanke ist stark, Schalke führt. Schlecht, schlecht verteidigt. Es geht los mit dem Ball von Hedel auf Samoa, den Samoa nicht richtig festmachen kann. Ein bisschen zu leichtsinnig auch versucht, den Gegner da zu, ja, mit dem Heber rauszunehmen. Und dann, ja, müssen Udokai und Samoa Position tauschen. Das funktioniert nicht gut. Rückraum nicht gut abgedeckt. Und dann, ja, ein starker Abschluss auch. Kein leichter Ball in jedem Fall. Trifft ihn auch gar nicht voll, aber das reicht halt, um jetzt hier in Führung zu gehen für Schalke. Ja, raus auf Frank. Wir sind an einer schnellen Antwort bemüht und die gibt es auch sofort. Die Führung für die Schalker hatte, glaube ich, keine 4 Minuten Bestand. Denn Oppegard ist es, glaube ich, der den Ball nach, also bei einem Fehlpass von Schalke dazwischen geht. Und dann spielen wir schnell. Superball von Noah Krüger hier raus auf Frank Hofmann, die Leihgabe von Arsenal, schaltet auch schnell, bringt ihn zu Bialek und der macht in seinem dritten Spiel sein drittes Tor, wenn ich mich nicht irre. Also unsere Nummer 10 ist richtig gut aufgelegt. Es geht gleich weiter, wieder über Frank Hofmann. Dieses Mal wird Ranzi Königsdörfer gesucht. Der probiert es dann spektakulär mit dem Fuß. Hätte auch klappen können, knapp am Tor vorbei. Immer noch nicht die letzte Aktion vor der Pause, denn die gibt es jetzt nochmal. Dieses Mal Königsdörfer, über den das geht. Samoa, nochmal Ranzi. Wo ist Bialek? Da ist er doch. Ah, und Müller lässt klatschen. Zweiter Ball, nochmal Bartosz Bialek. Die Ecke gibt's noch. Das wird jetzt aber die letzte Aktion sein. Reis für Bialek, ist das stark. Saisontor Nummer 4 im dritten Spiel. Und gegen Köln kam er ja sogar nur von der Bank. Also der Mann ist wirklich absolut on fire. Da waren wir uns ja nach der Rückrundenleihe gar nicht so mega sicher, ob er der geeignete Glatzel-Nachfolger ist. Aber diese drei Spiele, die haben auf jeden Fall eine ganz, ganz andere Sprache gesprochen. Der Mann ist sowas von da. Nach 36 Minuten sah es nun wirklich nicht danach aus, als gäbe es hier eine Hamburg-Führung zur Pause. Aber der Pole, dreht die Partie noch. Vielleicht der Schalker Rückstand aber ein Grund mehr, nachher Tom Schröder reinzubringen. Wie gesagt, würde mich einfach extrem freuen, wenn wir den hier heute auf dem Feld sehen würden. Boah, Digga, also das ist ein absolutes Frustfoul. Mit Gelb ist da Alves gut bedient. Aber klar, Schalke hat hier auch nicht aufgegeben, ne? Also es ist ja noch genügend Zeit, die Partie zu drehen. David ist gut da gewesen, dann will er es etwas zu progressiv nach vorne direkt machen. Aber Jonas, David, also diese Entwicklung ist wirklich einfach nur überragend. Schon der zweite Schalker Wechsel und immer noch kein Tom Schröder auf dem Feld. Hatten vor wenigen Minuten bereits sein erstes Mal gewechselt. Und jetzt haben sie eigentlich nur noch ein Wechselfenster. Die Ecke kommt gut, aber Hedel ist da. Boah, das wird brenzlig, aber Oppegard, der Norweger, hat sich auch schnell hier beim HSV eingelebt. Das ist eine verdammt gute Konterchance. Reis, Frank Hofmann, für den gilt dasselbe. Hofmann. Ja, im letzten Moment kommt der Schalker noch dazwischen. Aber Ecke, und Ecke ist gefühlt 50% ein Tor, in diesem Fall aber nicht. Hofmann, Königsdörfer, Bialek, ist das krass. Ja, das ist unfassbar. Der macht hier den Hattrick. Überragend. Also, sehr gutes Gegenpressing. Cissé, der Schalker Kapitän hier mittlerweile. Ich glaube, wenn das die Schalke-Fans sehen, dann würden sie auch am liebsten weinen. Aber er ist hier der Kapitän. Aber ich kenne auch seine Schwächen. Und das ist alles mit Ball.
Und deshalb haben wir da das Pressing auf ihn ausgelöst. Ja, die standen da irgendwie komisch. Der Linksverteidiger nicht als Linksverteidiger, sondern eben Cissé. Den pressen wir und dann spielen wir es direkt. Und dieser Abschluss, der spricht einfach nur für pures Selbstvertrauen. Bartosz Bialek. Unfassbar. Im Anschluss auch unser erster Wechsel. Es wird Zeit, ja, wir können hier ein bisschen rotieren. Graf kriegt sein Debüt, kommt rein für Udokai und bildet zusammen mit David jetzt sein erstes Mal die Innenverteidigung. Ein riesen Innenverteidiger-Talent, der jetzt hier sein Bundesliga-Debüt geben kann. Oh Gott, und es geht schon wieder weiter. Bialek ist schon wieder unterwegs. Bialek, dieses Mal legt er noch ab für Reis. Hätte es da vielleicht sogar selbst machen können. Hier Peter Graf, ein erstes Mal an der Pille, gleich souverän gelöst. Stark gespielt, Bialek, Reis. Das ist ein überragender Angriff. Das ist ein überragender Angriff, den ich hoffentlich auch in voller Länge reingeschnitten habe über die linke Seite. Samoa, Königsdörfer, Bialek, Reis. Einfach nur schön. Das Ding ist durch. Ich glaube, da sind wir uns einig. Bialek geht an allen vier Toren direkt beteiligt. Drei gemacht, eins vorbereitet. Chupo kommt an alter Wirkungsstätte von der Bank. Ebenso Nürnberger, Meffert und auch Oliveira reingekommen. Choupo-Moting und Schalke, die haben mittlerweile Cissé auch irgendwie nach vorne gestellt. Also noch ein Innenverteidiger rausgenommen hier um ein Haar. Das fünfte. Boah, also dieser Linksverteidiger, ey, der ist wirklich schwach. Ja gut, das ist auch nicht gut von Nürnberger dann zu Ende gespielt. Aber der ist wirklich, dieser Alves oder wie er heißt, der ist wirklich richtig schlecht. Letzte Minuten laufen, das ist ein Ergebnis, was an alte Tage erinnert. Hier auf Schalke an alte schlechte Tage. Und dann war es das. 4:1, Bartosz Bialek, Dreierpack und noch eine Vorlage hinterher. Schalke hat ihr Tor gemacht, Tom Schröder kam nicht mehr rein, auch wenn wir ihn hier jetzt im Bild nochmal sehen. Ja, das ist auf jeden Fall schade, dass der hier gar keine Einsatzminuten bekommen hat, trotz der schlechten Leistung der Hamburger, der Hamburger wollte ich sagen, der Schalker. Ja, und er hier natürlich der Mann des Tages, aber auch ein Hofmann beispielsweise war überragend. Königsdörfer hat stark gespielt, Reis, also die ganze Offensive, Samoa wieder das Spiel gelenkt, also richtig, richtig stark, bis auf das eine Gegentor. Aber darüber kann ich auch hinwegsehen, denn bei, ja, 3:12 Torschüssen war es ja wirklich ein hochverdienter Sieg, mit dem wir uns, glaube ich, jetzt dann auch die alleinige Tabellenspitze, ja, erkämpft haben. Ja, und der extrem gute Saisonstart von unserer Mannschaft, als auch natürlich von Samoa, der hat sich bemerkbar gemacht, auch im internationalen Fußball. Norwich mit einem 20 Millionen Angebot. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Samoa vielleicht hier seine letzte Saison für uns spielt. Der hat jetzt noch dieses Jahr und halt nächstes Jahr Vertrag, heißt im Sommer nur noch ein Jahr. Und wenn er weiter so spielt wie bis jetzt, ja, dann ist er nicht zu halten. Ach komm, halt, also das ist ja wirklich eine Frechheit. Da gewinnen wir 4:1 und Dortmund gewinnt auch 4:1 und damit bleibt auch vor der Länderspielpause, die jetzt ansteht, es bei einem Gleichschritt zwischen dem BVB und uns. Dann auch natürlich überragend, weil wir sind ja genauso Erster wie Dortmund. Der einzige Grund, warum Dortmund hier auf 1 und wir auf 2 gelistet ist, das ist das Alphabet. Ja, und entsprechend ist das der Tabellenplatz Nummer 1 dennoch, obwohl hier die Nummer 2 steht, aber trotzdem überragender Saisonstart. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause, dann Union, dann international und dann, ja, geht es gegen die Bremer, die glaube ich jetzt bei 0 Punkten stehen nach 3 Spielen. Das ist auf jeden Fall bitter. Union auch gar nicht schlecht reingestartet. 2 Siege aus 3 Spielen, eine Niederlage gab es aber für sie und das ist deren Mannschaft, Fünferkette. Wir spielen zu Hause und werden wie gesagt in die schnelle Simulation reingehen. Ich hoffe, unser Run geht weiter, es wäre jetzt aber auch keine Vollkatastrophe, wenn nicht. Denn auch ein Unentschieden muss es auf jeden Fall mindestens zu Hause sein. Meffert rückt zurück in die erste Elf, ansonsten keine Veränderung für die Partie im Volkspark und eine 3:0 Niederlage. Was ist das denn? Totalausfall vom HSV. Ja, damit ist erstmal Thema Tabellenführung erledigt. Ja, nicht das Ergebnis, was wir uns gewünscht haben vor unserem ersten internationalen Spiel, aber müssen wir jetzt mit leben. Dortmund also jetzt 3 Punkte vor uns, aber natürlich gucken wir nicht auf die Meisterschaft. Champions League wäre schon krass, wenn das passieren würde. Unser Ziel ist die Euroleague erneut zu erreichen und Bremen hat übrigens jetzt auch gegen St. Pauli verloren und ist damit nach wie vor mit Hoffenheim, die glaube ich gegen Dortmund spielen mussten, absolutes Schlusslicht in
in der Tabelle. Also jetzt RC Lens, das wird ja auch eine schwierige Partie. Das ist nämlich der zugeloste Gruppenerste. Und dann Nordderby gegen die Bremer. Da wir erst am Samstag gespielt hatten in der Liga und jetzt halt am Donnerstag spielen müssen, haben wir einigermaßen fitten Kader, können größtenteils mit der ersten Elf spielen. Das ist schon mal gut gegen diese Mannschaft von Lens. Chevalier im Tor, Lucas Hernandez, ehemalig Bayern Atletico Paris, einfach bei denen drin und Broja vorne drin. Mal gucken, wer das Stürmerduell gewinnen wird, denn Bialek ist ja auch in guter Form und damit lasst uns reinstarten. Ein erstes Mal international, Jensen die einzige Veränderung in der Startelf im Vergleich zum Katastrophenspiel gegen Union. Ich bin absolut gehypt auf diesen ersten Auftritt auf europäischer Bühne für den HSV nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, wie lange ist es her, welches Jahr sind wir, 2027, ja nicht ganz 20 Jahre, aber ich glaube viel weniger ist es auch nicht. Und es ist jetzt schon eine harte Woche, die vor uns liegt hier, erstmal natürlich diese Partie, wie soll man sagen, frühen Abend in der Euroleague hier auf dem Donnerstag. Dann warten die Bremer am Sonntag und ich glaube dann am Mittwoch geht es gegen Leverkusen im Pokal. Das gibt es dann in der nächsten Folge. Aber heute wird es erstmal darum gehen, hier ein Unentschieden ist das Ziel für mich, weil RC Lens, das ist halt einfach nochmal eine andere Hausnummer. Aber Bialek, der hat hier gleich mal Bock. Super erste Aktion. Und die Hamburger Balljäger sind hier wieder unterwegs. Paul Will, der da den Ball ergattern kann. Ja, und wir machen hier früh richtig Druck auf die Franzosen. Die sind darauf irgendwie jetzt nicht so mega gut vorbereitet. Paul Will mit rechts. Das ist der Schwache, das sieht man. Ja, aber die erste Ecke und gleich mal ein aufregender Start. Bialek knapp daneben. Dörfer, da ist aber eine Menge Platz für Reis. Dann kommt der Verteidiger noch dazu. Sehr ansehnlicher Start. Ja, da seht ihr auch nochmal den Rest mit Bodo Glimt und Helsinki. Zwei skandinavische Teams noch in der Gruppe mit vertreten. Also Platz 2 ist mein Ziel. Ja, wenn wir hier heute auswärts gegen die Franzosen, ja, vielleicht sogar einen Auswärtssieg mitnehmen, dann ist auch Platz 1 drin. Die Franzosen kommen jetzt ihrerseits ein erstes Mal nach vorne. Hedel wird hier mal aus spitzem Winkel geprüft, aber das ist kein Problem. Ja, nach der guten Anfangsphase ist jetzt Lens mehr in der Partie. Also die haben ja, das jetzt sich mehr darauf eingestellt, dass wir auch pressen können. Seltsam, dass sie es vorher nicht wussten, da das ja unsere grundsätzliche Taktik ist. Das gibt die erste Ecke für die Franzosen, die jetzt wie gesagt echt das Zepter hier etwas übernommen haben. Boah, Ramsi geht durch und da ist Bialek. Ein Kontakt zu viel, der hier Chevalier, den, ja, hier nicht mehr ganz so jung französischen Torhüter, noch in die Verlosung kommen lässt. Samoa, unglaubliches Dribbling, abgelegt, Ramsi, der wird noch zu Fall gebracht, gibt keinen Pfiff. Richtig stark von Belgier, er ist so gut. Letzten Minuten vor der Pause, jetzt haben wir uns nochmal festgesetzt, boah. Überragender Abschluss und noch besser die Parade von Chevalier, der hier, ja, diesen starken Schuss gut platziert auch noch zur Ecke klären kann. Da bringt Bialek wieder mal gefährlich. Und dann, ja, der zweite Ball leider nicht gut ausgespielt, aber das war's. 0-0 zur Pause. Ja, also wir können, wie gesagt, zufrieden sein damit, wie wir reingekommen sind. Jetzt zum Ende hin war es wieder besser. Zwischenzeitlich war, ja, Lens auf jeden Fall mehr am Drücker, aber wir haben auch die Phase ohne Gegentor überstanden. Oh, Oppegaard, stark gemacht und Bialek und jetzt Ramsi, kein Abseits. 1-0 also. Das erste internationale Tor in unserer Ära hier macht Königsdörfer und es ist sehr gut gemacht von Jensen und Oppegaard, also die ja, Skandinavier im Zusammenspiel, sehr stark herausgespielt. Dann Bialek scheitert noch an Chevalier, aber zum Glück steht Ramsi goldrichtig und schiebt ein zum 0-1 für den HSV. Jensen, schöner Ball raus auf Königsdörfer. Königsdörfer rüber. Doppelschlag, HSV. Ist das überragend. Bialek sagt, es ist wieder so gut gespielt. Ey, wir spielen so schön Fußball. Das ist ja echt. Das macht so viel Spaß, dieses Team. Vor allem haben wir uns in meinen Augen taktisch nochmal weiterentwickelt im Sommer. Weil wir jetzt auf dem rechten Flügel eigentlich einen weiteren Zehner spielen. Samoa spielt
ja, einen falschen Außenverteidiger noch mehr als noch in der Vorsaison. Somit haben wir irgendwie komplett zugekleistertes Zentrum, wenn wir den Ball haben, und daraus entstehen super Angriffe. Etwas mehr als 60 Minuten gespielt, wir wechseln ein erstes Mal und das kann man schon mehr unter Schonung abhaken, diesen Wechsel. Ranzi überragend gespielt, an beiden Toren direkt beteiligt, eins gemacht, eins vorgelegt, geht raus, Niklas Müller kommt, der hatte ja gegen Köln, war es glaube ich, bei seinem Bundesliga-Debüt direkt als Joker getroffen, seitdem aber nicht mehr gespielt. Hedel hier jetzt gegen Lucas Hernandez zur Stelle, das ist ja auch so krass, gegen was für Spieler wir hier heute teilweise spielen. Boah, jetzt kommen sie. Ja, gute Gelegenheit jetzt hier für Lens nach einer weiteren Ecke. Aber wir haben auch noch einen sehr guten Torhüter. Boah, Reis. Oh, ist das schön. Bialek. Also das ist, also Lens gibt uns jetzt Platz. Ja, die pressen vorne mit zwei hohen Pressinglinien. Dahinter ist dann irgendwie noch eine Restverteidigung. Und wir spielen es. Ach, Samoa. Was soll ich zu dem sagen? Der Typ ist überall. Reis mit der Vorarbeit, dann am Ende für Bialek, der völlig frei steht. Und ja, der trifft aktuell auch wirklich alles. Also wir fertigen hier AC Lens mittlerweile richtig ab. Und wechseln jetzt, ich glaube noch viermal, Hofmann rein, Choupo-Moting rein. Wer kommt denn noch alles? Schonlau und auch Krüger sind jetzt in der Partie. Choupo geht auf die Zehner-Position. Boah, er rutscht schon mal einer durch. Schonlau unterspringt da diese Flanke. Ja, Lens hatte jetzt nochmal ganz, ganz viel Ballbesitz, aber die hatten eigentlich auch keine Idee, was sie damit machen sollen. Außer jetzt eben hier diese Flanke. Jetzt kommt nochmal Frank Hofmann. Ja gut, das war jetzt kein ideales Dribbling. Letzte Minute läuft. Und das wird nochmal eine letzte Gelegenheit. Oh Gott, also, ey, ich weiß gar nicht, hatten wir 4,5 Millionen oder so am Ende gezahlt? Egal wie viel, es ist zu wenig. Wir haben zu wenig für ihn gezahlt. Der Typ bringt uns auch nochmal auf ein neues Level. Es ist unfassbar. Also es ist auch unfassbar, wie im Sommer jetzt hier gefühlt jeder Neuzugang sofort eine gute, ja, teilweise große Rolle in dieser Mannschaft spielt, die jetzt 3:0 beim ersten Spiel seit circa 20 Jahren in Europa, ja, 3:0 auswärts in Frankreich gewinnt gegen den vermeintlichen Favoriten dieser Gruppe. Und damit sind ab sofort wir Favorit und neues Ziel Platz 1. Bodo Glimt gewinnt parallel gegen Helsinki. Ja, und das ist einfach nur überragend gewesen, schon wieder das Spiel, wie wir da teilweise unseren Gegnern an die Wand gespielt haben. Absolut krass. Wenn das jetzt so im Nordderby nochmal passiert, ja, dann war es ja, trotz des Unionsspiels eine super Folge. Jetzt dann also zum Abschluss der Folge gegen die 0 Punkte Bremer. Das ist deren Mannschaft. Die sieht wirklich auch nicht so überragend aus. Also ich würde mir absolut wünschen, dass sie in der Liga bleiben. Aber aktuell sieht das schwer für sie aus. Wir spielen im Weserstadion und haben jetzt das erste Mal so ein bisschen, ja, die Auswirkungen von so einer englischen Woche zu sehen. Bialek nicht so ganz fit. Der wird nie im Leben durchspielen, weil wir ja auch in wenigen Tagen schon gegen Leverkusen wieder ran müssen. In der Startelf ändern sich aber nur zwei Positionen. Erstmal Hofmann rückt wieder rein für Jensen, der sehr, sehr stark war auf dieser rechten Zehner-Position, nenne ich das jetzt mal, weil es ist kein klassischer Flügel. Und Graf rückt in die Innenverteidigung. Urukai dafür raus. Da wird dann auf die linke Seite. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Nordderby. Immer wieder ein Privileg, dieses Spiel in der Bundesliga zu sehen. Und das freue ich mich trotz einer klaren Favoritenrolle hier heute sehr drauf und bin mir nicht so sicher, ob es so ein klares Spiel werden wird. Wie gesagt, die Bremer schlecht unterwegs aktuell, aber es ist ein Derby, da kann alles passieren, da ist so ein bisschen die Tabelle egal und deshalb lasst uns gleich reinstarten. So, also im Weserstadion das Gipfeltreffen im hohen Norden zwischen Werder Bremen und dem HSV. Wie gesagt, Favoritenrolle ganz klar bei uns. Wie gegensätzlicher hätten die Starts in die Saison gar nicht sein können. Aber ja, es ist ein Derby. Da kann halt einiges passieren. Ja, und die Bremer spielen sich hier auch gleich ein erstes Mal gut aus dem Hamburger Pressing heraus. Jetzt noch nicht die Torchance dabei rauskreiert, aber trotzdem gefühlt jetzt schon besser gegen unser Pressing als Lens über weite Teile des Spiels. Ja, schlechteste Offensive sehe ich da, glaube ich, oben. Das ist natürlich kein Wert, der sonderlich viel Mut für die Bremer macht.
Und Union hat doch auch eigentlich mit einer Fünferkette gespielt, ne? Also klar, war schnelle Simulation, kann man immer noch eigentlich kaum vergleichen, aber das ist zumindest mal eine Parallele. Die Bremer kommen hier auch gut rein, spielen eine Fünferkette. Union hat es überragend gemacht, wie es aussieht. Hat eine Fünferkette gespielt. Boah, Hofmann. Also ich glaube, der Junge wird am Ende der Saison der meistgefaulste Spieler sein. Guter Ball von Hofmann für Oppegard. Der kann jetzt hier mit Tempo auf die Bremer Defensivreihe zulaufen. Der dritte ist dann einer zu viel, aber der Norweger gefällt mir auch wirklich so überragend gut. Ja, Flanke ist jetzt stark. Also Bremen wirklich in der Partie. Kann man nicht anders sagen, die machen das hier sehr stark in den Anfangsminuten. Holen nach 25 Minuten jetzt auch eine weitere Ecke heraus. Die werden sie kurz ausführen, die Bremer. Natürlich, es ist jetzt noch keine Mega-Chance dabei gewesen, aber sie arbeiten daran, die Hausherren. Und dass sie überhaupt so mithalten können, hätte man jetzt vielleicht vor der Partie auch gar nicht erwartet. Nächster Fabialek, etwas Glück dabei, Frank Hofmann. Erste richtig gute Chance für den HSV. Reis, sehr starke Bewegung, Ludovic Reis, ja, der Chipball ist ein bisschen ambitioniert, aber wir kommen jetzt besser rein. Reis, wieder der Strippenzieher, Hofmann, nochmal raus, Oppegard, wieder zu Reis, der kommt da richtig gut in den 16er. Paul Will, Hofmann, immer wieder wird der jetzt gefunden, es fehlt aber noch der letzte perfekte Pass. Letzte Aktion vor der Pause gehört den Bremern. Graf ist aber da. Sehr, sehr starkes Startelfdebüt hier in Halbzeit 1 auch von Peter Graf. Ja, Bremen macht es stark. Das müssen wir zur Halbzeit einfach mal ganz neidlos feststellen. Und jetzt ist halt die Frage, wie es im Durchgang 2 weitergeht. Boah, Bremen hier. Sehr, sehr spektakulärer Angriff. Direkt mal mit der Hacke da versucht, den letzten Pass zu spielen. Ey, die haben echt einen richtig schnellen linken Außenverteidiger, linken Schienenspieler da. Der hat gerade sogar Hofmann den Ball im Laufduell abgeluchst. Jetzt bleibt Graf da nach einem Luftzweikampf kurz liegen. Fehlt dadurch in der Kette. Ist jetzt nicht verletzt oder so, aber hätte auch brenzlig ausgehen können. Ey, Bremen ist voll da. Ja, 60. Ich nehme Bialek und Königsdörfer jetzt raus. Einerseits müssen wir sie so ein bisschen schonen für Leverkusen. Andererseits müssen wir jetzt auch was verändern. Ali Du und Tom Sanne sind in der Partie. Das sind jetzt erstmal zwei Spieler, die auch mit Tempo hier nochmal ein bisschen was bewirken können. Und vielleicht ist das ja am Ende hier der Schlüssel. Ali Du auf jeden Fall hier gleich mal am Start. Faride, Ali Du macht Tom Sanne den richtigen Schritt. Tom Sanne nochmal rüber für Frank Hofmann. Und der trifft nur Aluminium. Nächster Versuch nochmal von außen Einfluss zu nehmen. Woltemade kommt jetzt erstmal auf Seiten der Bremer. Ich glaube, der hatte ja irgendwie in der letzten Saison mal, hatten wir nicht ein Nordderby irgendwie verloren oder nur unentschieden gespielt oder so. Da hat auf jeden Fall Woltemade getroffen, das weiß ich noch. Der ist auf jeden Fall drin und bei uns kommt Nürnberger anstelle von Paul Will in die Partie. Bremen ist voll da. Samoa muss jetzt hier gelb ziehen gegen Mitchell Weiser im Duell der Außenverteidiger. Wird auf jeden Fall gelb geben. Ist auch verdient. Oh, Peter Graf hier. Den Ballverlust, der könnte teuer werden, aber Hedel. Überragende Tat, kann dann doch noch das Schlimmste verhindern. Samoa im 16. Auch. Also Bremen ist näher an der Führung, als wir es sind. Und der Dank an Hedel gleich doppelt von Peter Graf, der da ein erstes Mal nicht perfekt das Ganze gelöst hat. Navigator spielt hier immer noch für Werder. Der scheint sich hier richtig wohl zu fühlen. Nächste Chance. Hedel nicht dran, aber der Ball übers Tor. Oh, das ist jetzt mal richtig gut gespielt auf der anderen Seite. Faride, Ali Du, macht er ihn? Nein, denn auch die Bremer haben da noch einen starken Rückhalt. Eine Ecke. Udokai und Bialek, beide nicht am Start. Deshalb wird Peter Graf gesucht. Der kommt auch ran. Und am zweiten Pfosten dann leider keiner mehr, der nochmal den Fuß reinhalten kann. 5 Minuten noch. Samoa kriegt den Ball von Sanne. Gelingt jetzt hier vielleicht noch mit einer genialen Aktion irgendwie das Tor. Nürnberger, der Distanzschuss ist nicht verkehrt. Und die Bremer kontern Nick Woltemade im Laufduell gegen David. David macht das so gut. Graf mit dem Fehler. Und er wird eiskalt bestraft von Bremen. Poh. Das ist hart. 1-0 Werder.
Ja, nur noch 2 Minuten zu spielen. Davant macht es richtig gut und Graf dann ja am falschen Ort zur falschen Zeit. Will ihn dann, ja, ich weiß nicht, er will ihn mitnehmen, will er ihn weiterspielen auf Oppegaard. Keiner weiß es. Woltemade erneut mit dem Tor gegen den HSV. Alle Offensivkräfte sind schon drin. Oliveira, Krüger kommen jetzt noch für Oppegaard und Meffert. 1 Minute plus Nachspielzeit. Ja, und die Bremer werden es schaffen. Die Bremer werden tatsächlich die ersten Punkte, nicht nur einen, sondern 3 gegen uns holen im Nordderby. Das ist schon richtig hart. Jetzt spielen sie es nochmal überragend, weil wir jetzt auch hier völlig vogelwild nur noch auf den Ball zu rennen. Boah, zweite Niederlage in Folge. Und jetzt gibt es sogar noch ein zweites, was wir noch verhindern auf Kosten eines Elfmeters von Jonas David. Ja, kann man in meinen Augen auch eigentlich rot geben, weil so eine richtige Chance auf den Ball hat er eigentlich nicht mehr, wie er hier noch Stay umsetzt. Ja, jetzt wird es leider noch ein 2-0. Boah, das ist schon hart. Also Bremen hat es hier auf jeden Fall verdient und wir müssen uns große Gedanken machen, wie wir in Zukunft, und Zukunft ist in 3 Tagen, gegen eine Fünferkette spielen wollen. Fernandes gegen Hedel. Ja, der geht auch noch rein, obwohl Hedel die richtige Ecke hat. Ein gebrauchter Tag für den HSV. Bremen meldet sich zurück. Und wie? Mit dem 2-0 Derby-Sieg über Hamburg. Super bitter. Ich hoffe, Peter Graf wird das schnell verkraften, weil das war jetzt ja kein... Also, ja, der war am Ende jetzt hier ein bisschen in Halbzeit 2 überfordert. Hätte ja auch schon früher durch einen Fehler von ihm zu einem Gegentor führen können. Hätte ich ihn vielleicht früher rausnehmen müssen, kann man sagen. Aber gut. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich hoffe, der Junge wird das schnell abhaken und weitermachen, denn... Wir glauben an ihn, Fehler gehören dazu, bitte halt, wenn sie so entscheidend sind. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu unserem Problem gegen Fünferketten sagt. Ist das vielleicht jetzt 2-mal einfach nur Pech gewesen, dass es gegen eine Fünferkette nicht geklappt hat, oder ist da schon ein bisschen System hinter? Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, dass wir immer noch gut dastehen, 6. Platz, alles okay. Ja, wird jetzt 2 Spiele in Folge, kein Tor in der Bundesliga, erst Union, dann Bremen. Und Bremen war wirklich super, also die hatten richtig die Energie voll aufgenommen, sind damit jetzt erstmal auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Hoffenheim konnte an diesem Spieltag auch ein erstes Mal punkten, also keine Mannschaft mehr mit 0 Punkten. Hoffenheim holte ein Unentschieden gegen Mitaufsteiger St. Pauli. Ja, also somit keine super gute Folge, aber alles, wie gesagt, völlig okay, europäisch gut reingestartet, und natürlich, es wäre jetzt auch ein bisschen langweilig, wenn wir jedes Spiel so spielen würden wie gegen Schalke und Lens, wo dann wirklich jede Kombination immer sitzt. Es war ja auch jetzt nicht so, dass wir gegen Bremen das Spiel verlieren mussten, ne? Also da hätte auch durchaus das Spiel anders laufen können, aber Bremen hat es, wie gesagt, sehr gut gemacht. In der nächsten Folge Leverkusen im Pokal, wie schon im letzten Jahr, müssen wir da direkt mal gegen die Werkself ran. Hoffenheim, Bodo Glimt, Wolfsburg. Ja, ich denke mal, das ist jetzt nicht so die mega attraktive Folge, um ehrlich zu sein. Vielleicht, da muss ich mir mal überlegen, ob die Bayern da vielleicht noch mit reinrutschen. Leverkusen natürlich ein sehr geiles Spiel im Pokal, freue ich mich sehr drauf. Hoffenheim, naja, ich glaube damit, dass ich gesagt hatte, dass ich nicht mal wusste, dass die letztes Jahr nicht in der Bundesliga waren, habe ich, glaube ich, alle Relevanz zu diesem Verein erklärt. Bodo Glimt könnte ganz, ja doch, das werden wir auf jeden Fall selbst spielen, weil das ist das erste Heimspiel in Europa, und Wolfsburg an sich ja auch ganz nett, können wir also machen. Ich glaube, dann wird das so die Folge werden und dann die Bayern erst in der darauffolgenden. Ja, ich hoffe, die Mannschaft erholt sich bis zum Leverkusen-Spiel noch ein wenig. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder einmal gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo, um nichts mehr zu verpassen. Mal gucken, ob morgen nochmal HSV kommt. Ihr werdet es sehen. Ansonsten Glocke aktivieren, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung. Aber ihr wisst es ja, die Videos kommen sowieso in der Regel um 14 Uhr online. Und ansonsten, ja, Transfervorschläge noch in die Kommentare. Eure Meinung zum kleinen Fünferkettenproblem und der grundsätzlichen Entwicklung auch gerne mal rein. Ansonsten sehen wir uns morgen um 14 Uhr beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut und ciao.